Wir haben hier den neuen TÜM 19 PS Gartentraktor, schon serienmäßig mit Allradantrieb, Dreizylinder Dieselmotor und allen Ausstattungsmerkmalen eines großen Traktors. Einsatzgebiete hierfür: der private Garten, der Hausmeisterdienst und alle Großflächen. In der Grundversion besitzt dieser Traktor bereits einen Dieselmotor, einen hydrostatischen Fahrantrieb, ein Allrad mit Servolenkung sowie Heckhydraulik und Zapfwelle. Dieser Traktor ist wie alle unsere Fahrzeuge aufrüstbar im Modularsystem, wie zum Beispiel hier mit dem Frontlader und seinem Einhebelsteuergerät sowie einem Zwischenachsmähwerk und optional mit Absauganlage. Zum Starten des Traktors gibt es einige Kleinigkeiten zu beachten. Das Wichtigste ist, Sie müssen auf der Maschine sitzen, dann das Bremspedal treten, am Schlüssel nach links für das Vorglühen drehen und nach erfolgter Vorglühphase den Schlüssel nach rechts in die Startposition bringen. Wichtig ist, vor dem eigentlichen Startvorgang das Erlöschen der Vorglühlampe abzuwarten. Kommen wir nun zu den Fahrfunktionen unseres Traktors. Unser Schlepper ist ausgestattet mit einem zweistufigen Hydrostaten, der ein stufenloses Fahren ermöglicht. Um die Maschine zu fahren, wählen Sie erst eine der Fahrstufen. Low für langsame Fahrten, neutral ohne Position und High für schnelle Fahrten. Nachdem Sie diese Stufen gewählt haben, können Sie stufenlos über das Pedal vorwärts oder rückwärts fahren. Unser Traktor ist ausgerüstet mit einem unabhängigen Zapfwellenantrieb. Vor Einschalten der Zapfwelle ist es wichtig, die Funktion zu wählen. Entweder nur die Heckzapfwelle, Mittel- und Heckzapfwelle oder die Mittelachszapfwelle. Nach Auswahl der erforderlichen Zapfwelle erhöhen Sie die Motordrehzahl auf ca. 1500 Umdrehungen. Danach können Sie über den Schalter an der rechten Seite die Zapfwelle elektrohydraulisch einschalten. Auch bei unserem kleinsten Traktor ist ein Industriefrontlader verbaut. Dieser wird über den Joystick betätigt. Wir haben die Funktion heben, senken, auskippen und schöpfen. Ebenfalls verbaut ist eine Schwimmstellung für den Frontlader. Diese wird erreicht, indem Sie über den Druckpunkt in eine Raststellung gehen. Auf der rechten Seite befinden sich weitere Bedienhebel. Der Hebel für die Hydraulik zum Rauf- und Runterlassen sowie der Allradhebel, der während der Fahrt ein- oder ausgeschalten werden kann. Unser Traktor verfügt über ein Zwischenachsmähwerk mit zentraler Aufhängung. Die Tiefenführung wird hier über das Stellrad eingestellt. Nach Einstellung der Schnitttiefe kann das Mähdeck hydraulisch abgelassen und auch wieder angehoben werden. Um das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, haben wir eine Feststellbremse. Dazu das Bremspedal ganz durchtreten und hier arretieren.